Hallo Freunde und willkommen zurück. Ja, Foot United hat mich total überrascht und ja, irgendwie habe ich das total verpennt. Naja, auf jeden Fall Transferliste. Ich zeige euch mal, was ich in den letzten Stunden hier so vertradet habe. Im Moment bin ich dabei, ein bisschen meine Silberspiele auszusortieren. Darum habe ich hier den Amauri verkauft. Ist natürlich nicht viel wert. Dann habe ich hier natürlich immer noch die Abstoß Informs, die ich für 9500 einkaufe und dann für 10.750 verkaufe. Ungefähr 600 Coins Gewinn pro Spieler. Und jetzt kommt's. Dani Alves, oder? Wie heißt der überhaupt? Heißt der überhaupt Dani Alves? Hallo, nein, Diego Alves. Diego Alves, Dani Alves. Auf jeden Fall der Kollege hier. Den habe ich ja gekauft für. Ich will nicht lügen, aber irgendwo zwischen 65 und 80.000. Und ihr seht, irgendein Verrückter hat den heute gekauft für 210.000. Unglaublich. Also selbst wenn ihr mal einen Spieler habt, der eigentlich viel zu teuer ist, irgendwann geht alles weg. Es ist überraschend. Dann haben wir hier noch hier diese anderen Abstoßgeschichten. Obwohl die mittlerweile auch schon alle ein bisschen gestiegen sind. Die sind nicht mehr unbedingt so für 9.000 zum Sofortkauf zu bekommen. Also 9.596. Denn ja, aus den Packs raus und so langsam steigt der Preis. So, und jetzt haben wir noch einen. Noch ein Alves verkauft heute für 130.000. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott. Und dann kauft noch irgend so ein Spaten das Ding für 210. Ich bin total überrascht und aufgeregt. Naja, auf jeden Fall habe ich hier noch so ein paar Kollegen. Long habe ich mal raufgesetzt. Der ist ja Ire und St. Patrick's Day steht ja. Naja, fast vor der Tür würde ich nicht sagen, aber kommt demnächst. Darum habe ich den einfach mal draufgestellt für 1,9. Mal gucken, ob ihn irgendein Verrückter kauft. Dann habe ich Metten noch drauf und ja, natürlich ein paar andere Kollegen. Rakitic habe ich noch drauf. Lustig. Ja, wie kommt der hier eigentlich drauf? Der bronzene Kollege, weiß ich gar nicht. Und ich habe immer noch ein paar Alves drauf. Komischerweise hat der Typ den wirklich für 130 gekauft und nicht den anderen. Ich habe ja X Alves drauf und da kauft er genau den. Ja, hier ist noch einer für 140, wollte auch nicht haben. Und einer hier für 180, wollte auch nicht haben. Lieber den für 210. Schöne Summe, hat er sich gedacht. Klose habe ich auch mal drauf gestellt für 35. Mal gucken, was da geht. Ja, dann hier so ein paar Silberspieler, die sich so angesammelt haben, habe ich einfach mal drauf gestellt. Mal gucken, was passiert. Hier noch ein Bronze-Kollegen, der einigermaßen was wert sein könnte. Ja, hier noch ein paar Alves, Dulen. Ja, ist auch. Es sind ja alle Spieler gefallen, ohne Ende. Aber einfach mal stehen lassen und irgendwann gehen die weg, wie ihr seht. Ja, das war also mein Trading in den letzten Stunden. Und ich sage Tschüss und bald, Freunde, denn das hat sich echt gelohnt. Ich denke mal, ich habe bestimmt an dem waren schon, naja. Einige K auf jeden Fall. Ich sage Tschüss, bis bald. Macht's gut.